Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. So, wir gehen mal hier gucken, ob wir hier noch Haut bei dem Platzhalter da haben. Ja. Die nehmen wir uns nochmal, weil wir wollen ja jetzt ein bisschen Papier mal herstellen. Und wir können hier mal diesen Desk reparieren, habe ich mir überlegt. Repair the Desk und dann gucken wir mal, was das bringt. So, was können wir denn da bauen? Pallet, Preparation Place. So, da können wir hier noch... Und was ist das? Pallet, Preparation Place. Okay. Also da können wir dann mehr Leichen hier wahrscheinlich auch sammeln. Und mehr gleichzeitig dann bearbeiten oder hier reinpacken. So als Aufbewahrungsplatz zumindest, ne? Das ist ja ein Preparation Place, ist doch das hier bestimmt, oder? Autopsie-Table, ja. Das wird das sein. Und das andere können wir dann hier wahrscheinlich die da hinpacken oder so. Als Aufbewahrungsort wahrscheinlich, ne? Und hier sammeln. Auch nicht so schlecht. Okay. Ja, haben wir das schon mal. Jetzt wollten wir uns aber mal die Haut angucken. Dass wir da Papier draus kriegen. Wie das funktioniert. Da stand ja was von Pigskin. Schweinehaut haben wir ja gar nicht. Der Menschenhaut. Aber das ähnelt sich, glaube ich, sehr, oder? So. So, Pigskin Paper. Können wir schon mal basteln. Okay. Eins. Ich glaube, 10 brauchen wir. Für den Typen. So. Mal ein bisschen viel gemacht, ne? Egal. Mal Papier. Bisschen Alchemie hier machen, ne? Wie viel Papier haben wir denn jetzt? 8? 8, genau. Ja, einmal machen wir noch. Einmal geht noch. Haben wir das Papier nämlich schon fertig. Kann man denn hier auch... Was kann man denn hier noch? Pigskin Paper. Wissenschaft, ja. Haben wir noch Blut? Geht auch. Ja, gar nicht so teuer. Skin. Also das Blut könnte man da auch gut unterkriegen, ne? Auch nicht verkehrt. So, Papier haben wir schon mal fertig für den Typen. Trunk. Fände ich auch nicht schlecht. Könnte man hier ein bisschen was lassen noch, weißt du? An Sachen. Church Workbench. Die haben wir ja oben. Oh, da ist er. Da ist er. Hier. Da ist er. Was kostet das? Wood Wedge. Beam. Simple Iron Parts. 10, 2, 4. Mhm. Schaffen wir das noch? Ich glaube nicht. Oh, der Tag hat ja gerade erst begonnen. Aber wir haben keine Energie, ne? Wir machen erstmal da bei uns unten auf. Da kam er ja auch immer hin. Weißt du? Das geht auch. Gehen wir mal in die Dungeons. Einmal in die Dungeons gucken. Gucke ich auch nochmal, ob wir da dasselbe immer brauchen. Dann können wir da ja auch ein bisschen mehr eben freiräumen, weißt du? So, wir gehen mal gucken. Wir gehen mal hier unten gucken, wie wir da brauchen, um das freizuräumen. Hier können wir, glaube ich, nur ein Dings bauen, ne? So ein Trunk, ja. Brauchen wir aktuell erstmal nicht. So, jetzt gehen wir mal gucken. Also, wir brauchen immer diese... Immer 10 Wedge. Also, überall dasselbe, was wir brauchen. Ne, hier brauchen wir 2 Plank. Und dann 4...
Simple Iron Parts. So, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und basteln uns da mal ein paar. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen was am Start. So, warte mal, das Blut kriegen wir da wieder zurück. Warte. So, Blut kommt hier wieder zurück. Guck mal. So. Die Haut auch. Kommt auch zurück. Das Pigskin Paper. Ja, das könnten wir halt unten in den Trunk packen, wenn wir einen hätten. Haben wir aber nicht. Machen wir das da erstmal rein. Dann nehmen wir uns die Sachen hier wieder. Machen hier weiter mit Iron Ingots. Die brauchen wir nämlich unbedingt. Und gucken mal, wie viel von den... Also Wooden Plank hätten wir eine. Da bräuchten wir noch ein bisschen, ne? Wood Edge hätten wir auch 10 immerhin schon. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Simple Iron Parts. Dann würden wir eins schon mal aufkriegen da unten, ne? Ist doch nicht schlecht. Warte mal, hier. So. Zack. Sehr gut. Machen wir uns da unten schon mal was auf. Klar. Eins nach dem anderen. Geht doch ratzfatz. Guck mal, der ist sogar noch da. Wooden Plank, eins von zwei. What? Warum? Jetzt haben wir's. Na, komm schon. Steht er noch da? Müssen wir gegen den kämpfen? Bin gespannt. So, wir versuchen es erstmal. Ob wir mit ihm reden können. Uhu. Oh. Ja, wir bewegen uns nicht. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und Vorstand der Kirche. Oh, er hat irgendwie einen Dolch. Und er wird das auch benutzen. Hier. Mrs. Charm sendet dir das. Aha. Hat sie dir gesagt, dass das ein Spaß war? Sie ist so süß und naiv. Bist du ihr neuer Liebhaber oder was? Boah, ich hab sie nur getroffen. Und schon unter ihrer Fuchtel. Try to convince him. Ich hab nichts gegen dich. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Jetzt haben wir unseren Glauben investiert, aber es ist besser als gegen zu kämpfen, glaube ich, mit einem rostigen Schwert. Also, du erscheinst nutzlos, also bist du auch harmlos. Hilf mir, dieses Tor zu öffnen. Ich brauche einen Schlüssel. Mein Dietrich funktioniert nicht. Bring mir den Schlüssel und wir reden. Mache einen oder finde einen, ist mir egal. Okay. Wir haben jetzt Instructions for the key. Keeper's key with this instruction at a study table. Aha. Okay. Study table haben wir ja, ne? Dann will er hier dieses Tor aufhaben. Ja, ja, okay, alles klar. Hab ich verstanden. Wäre ganz cool, wenn wir das hier noch aufkriegen würden. Brauchen wir dasselbe. Machen wir das nochmal. Wir haben den Typen immerhin schon mal gefunden. Unser Glaube ist weg. Aber der nächste Sonntag kommt bestimmt. Und wir gucken nochmal, dass wir das hergestellt kriegen. Hier zwei Planks. Also, komm mal her. Wooden Planks 1. 2. Haben wir das schon mal? Dann brauchen wir hier die Wedges. Die machen wir hier, glaube ich. Genau. Da brauchen wir auch nur 10 von. Die kriegen wir jetzt, glaube ich. Jawohl, wir nehmen das nochmal schnell auf. Machen nochmal eine 9. Kohle rein. Müssen wir wieder Kohle holen demnächst. So, das wird eingelagert.
10 von den Dingern haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir noch 4 Simple Iron Parts. Haben wir die noch? Haben wir nicht, ne? 4. Waren nämlich nur 3, genau. Einen hatten wir vorhin noch. Deswegen hatten wir da die 4 genau gehabt. Gut. Kriegen wir da nämlich das noch auf. Dann ist man hier ein bisschen näher. Warum denn nicht? Das ist ja leicht gemacht. Gucke, dann können wir hier nämlich immer zwischenher gehen. Ach, Wooden Beam brauchen wir da. Haha, siehste. Doch was anderes. Nicht die Planks. Wooden Beam. Kriegen wir das her? Ich glaube auch hier an dem Ding hier, ne? Denke, ne? Hier. Oder hier. Wooden Beam. Ach, Polierpaste. Auch nicht schlecht. So, Wooden Plank brauchen wir nicht, haben wir gesagt. Das sind bestimmt diese. Und doch diese großen. Großen Klötze. Hallo? Warte mal. Lass mal kurz gucken hier bei hier. Ach nee, da müssen wir erst noch erforschen sogar. Krass. Geht doch nicht, brauchen wir eine Kreissäge, alles klar. Weiß ich Bescheid. Gut, dann lagern wir das erstmal wieder ein. Ist in Ordnung, Asche kommt weg. Und wir brauchen bestimmt wieder Wissenschaft dafür, ne? Um diesen Schlüssel da zu kriegen. Das wird also noch ein bisschen dauern. Habe ich das Gefühl. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, ist Glas auch immer eine ganz gute Sache hier, Glas herzustellen. Das bringt uns diese Punkte. Wasser haben wir ja genug, da müssen wir ein bisschen River Sand holen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Weißt du? Vielleicht brauchen wir die Asche irgendwann mal. Wir könnten dem auch erstmal das Papier bringen. Dem Menschen da im Dorf. Aber Tinte brauchen wir ja auch noch. Die müssen wir auch noch erforschen. Von daher. So, Kirche. Brauchen wir ja auch Sachen, ne? Und das kostet uns ja auch hier für diese Kirchengeschichten. Brauchen wir auch diese Geschichten. Also so ein bisschen Glas ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist ja hier, dem Flusssand. Weißt du? Gibt's hier, glaube ich, auf der anderen Seite aber auch. Aber hier auch. Ja. Da auch. So, dann holen wir uns da mal ordentlich was. Stellen noch schön Glas her. Glas können wir dann auch gebrauchen für diese Tränke, die wir da herstellen können. Das Rauschen des Flusses. Sehr schön. Pro Glas brauchen wir, glaube ich, 2 Sand immer. So. Wir können noch eine Sache reparieren. Dann brauchen wir, glaube ich, auch einen neuen Schleifstein. Den müssen wir uns ja erstmal beim Schmied kaufen. Können wir noch nicht selber herstellen. Wenn ich es richtig gesehen habe. So. Und da haben wir gut was am Start. Und Glas geht auch ziemlich zügig herzustellen. Es braucht nicht so lange wie so ein Eisenbarren. Und braucht auch keine Energie. Geht von alleine. Das ist also ganz cool. So, Stein brauchen wir nicht.
Da sind wir ganz gut dabei. Der Priester hat uns doch echt eben was erzählt von wegen, unsere Kirche ist schön, ne? Hm. Nun gut. Wir nehmen es hin. So. Okay, dann machen wir jetzt nämlich schön Glas. Gucken, ob wir den Sand hier reinkriegen. Jawohl. Dann können wir hier nämlich immer schön Glas produzieren. Könnten auch nochmal gucken, was wir da für den Schlüssel brauchen. Wird wohl auch ein bisschen was sein. Am Study Table, den haben wir ja hier. No. Study Table ist da. Oh, unser Friedhof gefällt mir gut. Vielleicht müssen wir hier wirklich nur auf 20 dann kommen für die Kirche. So, Study Table ist da oben. Hier. Können wir das da jetzt reinpacken? You need to use Keeper's Key with this instruction at a study table. Ach, Keeper's Key. Den Schlüssel brauchen wir, dann die Instruction. Alles klar. Natürlich die Frage, wo wir den Schlüssel herkriegen. Hm. Und wie wir hier so einen Trunk kriegen. Wir brauchen noch ein bisschen Flitsch, Nägel, Iron Parts. Simple Iron Parts. Flitsch. Haben wir 4. Ja, dann können wir hier nämlich so ein paar Sachen zum Studieren mal hintun, weißt du? Und das auch, dann brauchen wir das nicht umschleppen. Können wir die Leichenteile da auch reinpacken? Außer das Fleisch vielleicht. Aber und das Papier. So. Nägel. Simple Iron Part. Und kriegen wir da noch was? Kriegen wir nicht. Müssen wir das wie am Baum umhauen? Irgendwann gehen uns die Bäume hier auch aus. So. Ich meine, zu dem Schriftsteller müssen wir ja nicht hin, bevor wir nicht auch die Tinte haben, weißt du? Dass wir dem beides auf einmal geben, damit er da sein Gedicht schreiben kann. Vielleicht schreiben wir auch einfach selber ein Gedicht. Und geben es ihr. Vielleicht steht es ja drauf. So. Okay, dass wir hier noch ein bisschen Ordnung im Inventar kriegen, weißt du? Okay. Hier wird wieder Glas reingehauen. So. Morgen. Es wird Zeit, etwas zu arbeiten. Guck mal, nochmal Glas. Ja, wir nehmen uns das mal hier, das Glas, packen das hier rein. So. Und haben jetzt immerhin schon 4. 4 von den Punkten. 1 brauchen wir noch, um dann da irgendwie mit unseren Kerzen da was anzufangen. Und Bienenwachs brauchen wir halt auch für die Kerzen, ne? Weiß ich gar nicht, Honig haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir Bienenwachs irgendwie schon mal gesammelt haben. Uns dann auch noch drum kümmern. Um da Kerzen zu machen und so, weißt du? So. Trunk. Okay. Ja, ich würde den einfach mal hier so hin tun. Da. Hier ist auch so eine Anatomiezeichnung. So, und dann können wir da nämlich reintun. Das Zeug brauchen wir auf gar keinen Fall. Das Papier tun wir rein. Und vielleicht ein Masterpiece-Book. Kann man das benutzen? Um studieren? Nee. Das muss dann eher... Aber auch... Ja, wir tun es hier mal rein. Tun es mal rein.
Das behalten wir natürlich. Unser Werkzeug behalten wir logischerweise auch. Die Schaufel ist schon wieder im Eimer. Das heißt, wir müssen auch nochmal in die Stadt bei Gelegenheit. Ja. Und könnten hier noch das Blut und das Zeug reintun, ne? Church Workbench, ja. Das Wissenschaft, Church Workbench haben wir schon. Bank haben wir gemacht. Handmixer. Da die Table müsste der sein. Alchemie Workbench können wir auch noch basteln. Es gibt noch so einiges, was wir machen könnten. So, jetzt wollte ich hier unten nochmal gucken. Kommen wir wahrscheinlich. Nee, brauchen wir auch dieses Wooden Beam, genau. Kommen wir erstmal noch nicht durch. Ohne Kreissäge. Okay, Freunde, soll es erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss. Dein Lumi.